Und ein herzliches Willkommen zu Verdong Beta. Ihr fragt euch jetzt sicher, Mensch, Viper, was hast du denn heute schon angeschleppt in deinen Videos? Und die Frage ist gar nicht mal so verkehrt, denn ich weiß es selber nicht ganz genau, was ich da angeschleppt habe für euch. Es ist mir eben so im Steam Store ein bisschen aufgefallen, der Name Verdong. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, klickst du nochmal drauf. Hat mich zuerst an den Namen so, ja, an den Ersten Weltkrieg sofort erinnert. Und siehe da, nach dem Draufklicken im Store hat sich ergeben, dass das Spiel ein erster Weltkriegsshooter ist. Und diese Idee finde ich gar nicht mal so schlecht, denn ich habe mich schon immer mal gefragt, Mensch, warum macht Activision oder EA nicht mal einen ersten Weltkriegs-Shooter in dem Szenario so? Das ist eigentlich ein ganz cooles Thema, sehr interessant vor allem. Und Verdong wagt es jetzt einfach mal, dieses Spiel zu publizieren. Es ist ein Steam Early Access Game, soll heißen, es ist so wie die Arma Alpha, einen kleinen Preis, und ihr kriegt das Spiel in der frühen Version. Deswegen auch die Meldung, this game is in Beta, Version 103. It is not finished. Ja, also Beta. Also hier, was wir jetzt heute sehen, kann noch alles verändert werden. Understood. Continue. Ich habe mal eben reingeguckt und habe schon mal die Grafik eingestellt. Ansonsten habe ich keinen Plan, was das Spiel macht, wie es sich spielt. Ob es ein eher arkadisches Spiel ist oder eher ein Simulationsspiel wie ja, Red Orchestra so im Stile. Aber die Screenshots haben mich schon sehr stark an Red Orchestra erinnert. Vor allem gerade diese Sniper Vision wieder, sage ich mal. Dieses Bild-in-Bild, Picture-in-Picture mit dem Sniper-Visier. Das gibt es ja auch in dem Spiel. Und dachte ich mir so, Mensch, ist es vielleicht ein Red Orchestra angehauchtes Spiel, aber halt im Ersten Weltkriegsszenario. Und das ist doch echt mal, was für mich perfekt läuft. Ne? Ich liebe Red Orchestra, ich liebe Arma, so was mehr auf Realismus, mehr auf Takt, mehr auf Simulation getrimmt ist. Und das fällt doch ganz gut in mein Schema. So, was haben wir denn hier für Game Modes? Free for All, ah, das ist Deathmatch. Ich denke mal, Frontline ist das Richtige, was ich möchte. So. Shiki has a huge penis, okay. Von mir aus. Join Random Squad now. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also, ich habe weder gespielt noch gar nichts. Ich weiß nicht, wie die Steuerung geht und. Ja. Verbindung oder getrennt. Versuchen wir eben mal das hier. Das sieht schon besser aus. Gut, was haben wir denn hier Schönes? Ein Karabiner, ein Gewehr 98. Gibt übrigens auch Flugzeuge hier, wie ihr es hört, aber wirklich alte Doppeldecker. So, was nehme ich mal? Okay, die Sounds vom Flugzeug ist echt ein bisschen nervig. Ich hätte natürlich die ersten Weltkriegswaffen gar nicht. Ich nehme, glaube ich, mal das hier. Kann man natürlich auch Sachen freischalten. Jetzt spielen. Und ich bin echt gespannt, was das Spiel drauf hat. Also wie gesagt, es sieht aus wie Red Orchestra. Das spielt natürlich ein bisschen flotter. Muss ich hinlegen? Ne, das war Chat, glaube ich. Ah, okay. Längere Steuerungstaste gedrückt halten. So. Man kann natürlich keine Entfernung einstellen, wie bei Red Orchestra mit dem Zahnrad. Mit dem Zahnrad, mit dem Mausrad. Mensch, was ist los? Ich habe echt keinen Plan, was hier abgeht. Also grafisch sieht es für die Beta eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Nur sehe ich natürlich keinen Gegner, Mensch. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, welche Seite ich gerade spiele. Und siehe da, Mensch, es ist doch vielleicht ein Red Orchestra-Klon. Was natürlich nicht schlecht sein muss. Ich meine, ich liebe Red Orchestra. Und je mehr solche Spiele auf den Markt kommen, desto besser eigentlich für mich. Weil ich da ein bisschen mehr Auswahl habe. Achso, ich kann sie nicht hinlegen. Und das ist ja Free for All ist und meine Call of... Wow, wow, wow. Meine Call of Duty-Sinne sagen, Mensch, das ist hier so ein Deathmatch. Sollte ich vielleicht mal Deckung suchen, eventuell. Ja, ihr seht schon, das ist. Es sind schon ein paar Leute drauf, die das schon können. Boah. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Mensch, Viper, ich nube schon wieder rum hier, was ist denn los? Ich glaube, ich spiele das Spiel auch voll falsch. Ja, das gibt's nicht. Schön in die Suppe. Der Sound backt ein bisschen rum, aber ansonsten geht das eigentlich ganz gut klar. So, V ist Nahkampfangriff. Hinlegen möchte ich mich nicht. Ah, die Mausempfindlichkeit muss ich vielleicht mal hochstellen gleich. Komm, das mache ich mal eben. Option, Steuerung, Mausempfindlichkeit ein bisschen höher. Weil ich platziere, ist ein bisschen langsamer. Ich habe eine andere Waffe? Nee, ne? Nee. Granaten gibt's auch nicht. Ich denke mal, das kommt dann alles später. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich kenne mich persönlich mit dem Ersten Weltkrieg von der Technik nicht so sehr aus, was der Waffentypisches auf dem Feld war.
Ich weiß, es gibt Doppeldecker, es gab sehr viele Giftgasangriffe. Ich denke mal, sowas wird dann später auch kommen, wenn es das nicht schon gibt. Ich weiß es nicht. Das ist, wie gesagt, die erste Runde hier. Ich krieg nichts gebacken, glaube ich. Ich hör's. Und hab ich gesehen? Wow. Sie tötet einen Hunter. So, das habe ich mir natürlich irgendwie verletzt. Sehe ich mein Leben irgendwo? Natürlich nicht, ne? Ne. Okay, Selbstheilung ist natürlich jetzt nicht so das, was ich mag. Wie gesagt, Beta kann sich alles noch ändern. Ich denke mal, die Entwickler sind genauso wie viele andere Entwickler, die ihr Spiel schon in der Beta oder beziehungsweise in der Alpha anbieten. Und zwar, dass die Community noch ein bisschen entscheiden kann, was man da so ändern kann. War ja bei Arma nicht anders. In Arma war sehr viel los, was gerade der Feedback-Tracker angeht. Und denk mal, hier wird das gleich in grün sein. Oh. Also grafisch sieht es wirklich ganz gut aus, finde ich. Ist klar, ein paar Matschtexturen, aber das ist jetzt eigentlich erstmal wurscht. So, ich höre da schon wieder einen hier rumlaufen, glaube ich. Die Runde geht auch noch 10 Minuten, sehe ich gerade. Also, so lange wird das Video gar nicht werden. Aber falls ihr davon mehr sehen wollt, dann lasst es mich einfach mal wissen. Vielleicht ist der ein oder andere auf den Geschmack gekommen. Wie gesagt, das gibt es, glaube ich, für 12 Euro im Steam Store. Das habe ich auch erst gerade entdeckt. Ich habe mir gerade Assassin's Creed 3 gekauft. Und dann fiel mir dieser Name ins Auge, ja, Verdun. So, der ist tot. Da hinten ist jemand. Gucken wir mal, ob hier. Okay, ich weiß natürlich nicht, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die Waffen früher funktioniert haben. Ich weiß, sie waren auf jeden Fall nicht so treffgenau. Jedenfalls nicht so sehr. Es gab natürlich auch. Ach, fuck. Nicht allzu viele gute Waffen. Natürlich auch viele Fehlzünder. Aber ich denke mal, irgendwas, was ich von damals so berichten, was kommt, was täglich so rund um die Uhr auf N24 kommt, da gibt es ja meistens so Berichte von Waffen und so ein Kram. Ich denke mal, da habe ich, glaube ich, schon mal eine Waffe gesehen. Ich weiß nicht, wie sie hieß, war auch eine Pistole. Und die hatte ziemlich einen Durchschlag, also ich denke mal, die Waffen im Ersten Weltkrieg haben sehr guten Durchschlag, was das angeht. Oh Gott. Ich finde es auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ist natürlich noch ein bisschen eigenartig, auch was die Kulisse von der Soundkulisse angeht, aber es kommt ein Flugzeug, ich weiß nicht, ob es. Ich habe auf dem Screenshot gesehen, es gibt Flugzeuge hier. Aber ich habe keine Ahnung, was die machen. Vielleicht aufdecken oder so. Und oben rechts sehe ich unter Minikarte, wie weit wir mit unserem Waffenfortschritt sind, also so Sachen freischalten. Ich denke mal, da gab es nicht so viel. Hier ist doch schon einer, oder? Da. Zack. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht mal so scheiße. Also ich habe jetzt eigentlich gedacht, so, könnte vielleicht gar nicht so gut werden. Was dann doch manchmal auf Screen schon ein bisschen trashig aussah. Aber ich muss sagen, es ändert sich ein bisschen an Red Orchestra. Wie gesagt, ich habe schon Screenshots gesehen mit Snipern. Oder mit Scharfschützengewehren, die erst. Na, fuck. Ja, mit Scharfschützengewehren, die es so als erstes Mal gab. Also erste solche Dinger. Und das sah vom Stil aus wie Red Orchestra auch so Picture-in-Picture. So Zielvisier. Leicht vergrößert, nicht so einen schwarzen Rahmen, wie es man halt aus modernen Shootern kennt, sage ich mal. Fuck. Ich sollte vielleicht ein bisschen normaler agieren. Das fällt mir momentan ein bisschen schwer im Spiel. Da ist einer. Wow, das war ein Headshot. Was man mal sagen muss, das Kim und Korn ist auf jeden Fall sehr super gemacht. Also man hat kaum Sichtung, also das Visier ist echt klein gestaltet, weil es ein Gegner hätte. Ich hab grad einen gesehen hier oben. Also da muss man echt sehr gut zielen. Natürlich ist Free for All jetzt nicht so
Spielmodus, den ich bevorzugen würde. Aber auf die Schnelle ging jetzt gerade nichts anderes. Na, fuck, wollte gerade den Typen abschießen. Ach Mensch, die Musik. Wie schön. Welchem letzten Mal ich geworden? Achter sehe ich gerade. Na, scheint Achter zu sein. Ich muss sagen, die Musik ist echt super. Ach, schön. Ja, startet jetzt die nächste Runde oder ist das jetzt hier so ein Ab ins Menü wieder? Wie bei Red Orchestra. Was muss ich jetzt machen? Nichts. After Action Report ist das hier also. Stufe 2 sind wir schon mal, das ist gut. Okay, müssen wir wahrscheinlich. Nach freischalten. Wie komme ich denn jetzt wieder ins Menü? Ich würde gerne wieder zurück ins Menü gehen. Verlassen. Ich hoffe, es fliegt nicht auf dem Desktop. Ah, Gott sei Dank. Ja, das war also die erste Runde mit mir und dem Spiel Verdong im Beta-Stadium. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal eine Meinung da, wie ihr das Ganze findet. Vielleicht kauft euch das Ganze mal. Wie gesagt, kostet, glaube ich, 12 Euro im Steam Store. War auf jeden Fall, sag mal, günstig, ja, also ist im Vergleich zu anderen Spielen sehr günstig. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, die erste Runde, war natürlich jetzt Free-for-All, ist nicht so mein Modus, den ich so bevorzuge, ich würde eher so zwei Frotten, ne, so Team Deathmatch oder sowas ähnliches bevorzugen, aber vielleicht kriegen wir das ja in den nächsten Folgen hin. Falls ihr davon mehr sehen wollt, einfach mal einen Kommentar oder einen Like da lassen, damit ich weiß, euch hat das Ganze auch gut gefallen, gut unterhalten und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Videos, ne, also auf jeden Fall immer schön Meinung abgeben, da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr dazu sagt zu Verdong Beta. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das wäre natürlich sehr peinlich, ne? Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einem weiteren Video wieder. Macht's gut!